Runde und auch noch an allen Neukömmlingen, die dazukommen. Genau, unser Thema heute: WordPress und AI. Wo sind die Grenzen? Wir wollen uns heute ein bisschen darüber zeigen, wie wir das bei uns anwenden, wo die Grenzen liegen und wie es damit aussieht konkret. Gut, mal zum Einstieg eine Frage: Wer von euch alle nutzt bereits die AI aktiv im Einsatz? Irgendeine künstliche Intelligenz, egal welche. Perfekt, sehr schön. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Für welchen Bereich nutzt ihr die Dinge? Sei das jetzt für Content-Erstellung, für Development, für alles? Wie sieht es bei den anderen aus? Okay. Content. Perfekt, sehr schön. Gut, mal kurz zu uns. Die Introduction war ja bereits schon da. Ansonsten nochmal zu uns beiden. Mein Name ist Stefan Fried und mein Kollege, der Tommy Odde. Eben, wir sind gemeinsam die Geschäftsführer von der Unternehmensgruppe Alpha 148, sind eine Digitalagentur in der Regel für Business-to-Business-Dinge zuständig, beziehungsweise sind wir dort überwiegend tätig, machen dort ganz klassisch Webentwicklung, beziehungsweise digitale Lösungen und bieten die da entsprechend an. Haben unser Hauptquartier am Flughafen Wien, dadurch kommt auch der Bezug zu Luftfahrtthemen beziehungsweise zu den umliegenden Themen wie Weinbau etc. Wir haben noch weitere Aktivitäten innerhalb von der Gruppe. Das ist einmal die Social Roastery, mit der wir Short Reels beziehungsweise Videomarketing zum einen anbieten und zum anderen haben wir noch die Apio Software GmbH, mit der wir prozessoptimierte Software zurzeit programmieren beziehungsweise auch anbieten. Gut, das ist dann der Punkt, wo ich übernehme, auch von mir. Herzlich willkommen. Tommy, mein Name eben. Vielleicht noch mal kurz zum Einstieg auch. Was ist eigentlich Artificial Intelligence, KI? Das Ganze gibt es ja schon sehr, sehr lange. Danke dafür. Und ich habe mir gedacht, wen könnte man besser daran fragen, was das ist, als die künstliche Intelligenz selbst? Maschinen oder Computersysteme, die menschenähnliche Fähigkeiten nachahmen. Das heißt natürlich, das Ziel ist immer, dass es immer näher den Menschen kommt und dass man irgendwann nicht mehr erkennen kann, ob das jetzt Mensch oder Maschine ist. Was man da auch noch einmal zum Einstieg sagen muss: Natürlich kann eine KI deutlich mehr Daten verarbeiten. Was der KI aber fehlt oder was sehr schwer ist für eine KI, sind emotionale Intelligenz irgendwie abzubilden. Das heißt, das ist irgendwie so der Punkt, der heute noch nicht so gut funktioniert. Aktuell eben vielleicht ein paar so Zahlen: 61% der Unternehmen haben bereits künstliche Intelligenz integriert. Und wir haben auch so eine interne Marktanalyse für unsere Firmen gemacht und sind eindeutig zum Entschluss gekommen: Jedes Unternehmen, was in den nächsten Jahren nicht auf KI-Technologien umschwanken wird, oder jeder Freelancer oder sonst was, wird kurz über, wie sagt man, nicht konkurrenzfähig bleiben. Mit dem Ganzen einhergehen natürlich einige Gefahren. Man muss auch wissen, wie man das Ganze anwendet. Und über das wollen wir ein bisschen reden, was unsere Erfahrungen waren im Agenturalltag. Jetzt in Bezug auf WordPress vor allem: Wo sind die Stärken, wo kann man es gut kombinieren mit WordPress, wo aber sollte man vielleicht auch ein bisschen aufpassen und dem Ganzen nicht immer zu 100% vertrauen. Vielen Dank. So, machen wir weiter. Aber de facto ist zwar alles schön, dass wir jetzt da über Unternehmen und sonstigen reden. Im Endeffekt geht es ja heute darum, dass wir über das Thema Nutzung von AI mit WordPress kombiniert, dass wir darüber sprechen und mal unsere Erfahrungen schildern bzw. berichten. Gut, mal auch hier wieder mal in die Runde: Wer von euch ist ein klassischer Entwickler? 1, 2, 3, 4, 5, so 10, 15 Hände, perfekt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. So, Da war Entschuldigung, sie, das war mir genau. zu. Wer ist klassischer Anwender bzw. Redakteur? Das heißt kein Developer. Okay, Okay. sehe ich auch ein paar Hände. Sehr Perfekt, gut. sehr Wir schön. reden über beides. Das ist gut. Genau, perfekt. Gleich vorweg: Wir versuchen heute Dinge zu erwähnen bzw. aufzuzeigen, die jetzt nicht ganz klassisch bei uns vorkommen, eher aufgrund dessen, dass wir nicht im Developer-Track sind, sondern eher im allgemeinen Track. Versuchen wir mehr auf Elementor etwas zu zeigen, weil das dann doch eher die Allgemeinheit betrifft. Wir selbst nutzen überwiegend mehr die Dinge mit Gutenberg bzw. mit Sage, das heißt, dass wir das Ganze auf Laravel bzw. auf Headless-CMS umsetzen. Da nur als kleinen Hinweis. Gut, und die gut zuletzte Frage: Wer von euch möchte bei der Arbeit mit Hilfe von WordPress mehr Effizienz erreichen?
Ich gehe mal davon aus. Perfekt. Alle Hände hochgehen eigentlich, oder? Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Super. Perfekt. Gut. An der Stelle übernehme ich nämlich wieder. Nämlich KI natürlich ein Riesenthema für das Thema Effizienz. Und wenn wir da vielleicht einmal uns anschauen, was benötigen wir alles, um eine WordPress-Website umzusetzen? Und aus dem leiten wir uns dann ab, wo können wir da jetzt KI sinnvoll einsetzen, dass die uns da ein bisschen hilft. Das heißt, was benötigt man alles für die Umsetzung? Es beginnt einmal wahrscheinlich mit irgendeinem Konzept. Es ist jetzt sehr niedergebrochen. Wie gesagt, jeder Arbeitsweg kann auch ein bisschen anders sein. Wir haben irgendwo eine technische Infrastruktur, damit überhaupt die WordPress-Installation funktioniert. Wir müssen uns über Seiten, Menü, Inhalte, Texte, Medien, diese ganzen Themen Gedanken machen. Aber auch Funktionalitäten braucht unser Kunde vielleicht dies oder das. Und am Ende des Tages sollten wir das vielleicht auch nochmal testen und deployen. Das heißt, das haben wir mal so als grobe Schritte identifiziert. Konzept. Wo kann uns jetzt bei der Konzeptionierung oder sagen wir es mal dem Jakob, einem Webdeveloper, der das vielleicht noch nicht so oft gemacht hat, helfen? Ihr seht vielleicht da unten, haben wir auch so ein Ampelsystem, wo so unsere Einschätzung ist, cool, da kann man das echt geil verwenden. Oder, Achtung, Caution, vielleicht sollte man da ein bisschen aufpassen, auch mit der Verwendung von KI. Auf jeden Fall einmal Themen wie Zielgruppen, Personas, diese ganzen Analysen. Dafür, wir haben das auch schon ausgetestet, wenn man sich da die Inspiration holt, man kommt schon sehr weit. Sag ich mal, wenn man sich das alles selber ausdenken muss, sitzt man da sicher die eine oder andere Minute länger. Nächster Punkt könnte so Dinge sein wie Ziele, Prioritäten. Mag jetzt da nicht großartig vorlesen. Auf jeden Fall Planung, Umsetzung, Erstellen einer Sitemap. Einfach, dass man da mal eine objektive Meinung, sage ich mal, auch wenn eine Karriere de facto nicht ganz objektiv ist, drüber sehen lässt und vielleicht mal einen anderen Blickwinkel auch auf Dinge zulässt. Und was auch cool ist, ist, eine KI kann sogar Aufwandsabschätzungen machen. Das heißt, man geht hin, gibt da rein sein Grobkonzept und sagt mal, hey du, ich nenne jetzt eine KI zum Beispiel ChatGPT, wie viel schätzt du, Zeit geht für dieses Projekt drauf? Und das Schlimme ist, das ist gar nicht einmal so unrealistisch, was da rauskommt. Also so für grobe Einschätzungen finde ich das eigentlich gar nicht mal so uncool. Also der Jakob hat schon eine solide Basis jetzt, damit er da mal starten kann. Here you are. Perfekt. Gut, kommen wir zur technischen Infrastruktur. Also ganz simpel gesagt, eine WordPress-Installation. Gut, technische Infrastruktur kann man natürlich jetzt ganz groß aufblühen, wie auch immer. Im Endeffekt geht es mal darum, die KI kann mir helfen, was ist meine Leistungsanforderung, die ich überhaupt habe grundsätzlich. Ja? Sei das jetzt serverbedingt, sei das jetzt auch von der Instanz bedingt. Gerade wenn es um virtuelle Lösungen geht, kann mich die dabei unterstützen, kann mir gewisse Eckpunkte mitgeben, gerade wenn ich auch in diesem Bereich nicht super erfahren bin. Ja? Das heißt ja nicht nur, weil ich Entwickler bin, dass ich mich auch deshalb automatisch mit IT-Themen, was es den Server speziell betrifft, auskenne. Nächster Punkt ist, Vorschläge für Themes. Wie gesagt, wir sind eher klassisch, dass wir alles vom Scratch programmieren. Ja, aber es gibt halt auch natürlich Themes, die eingesetzt werden, die aktiv verkauft werden, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Ich sage das bewusst dazu, auch wenn ich persönlich nicht immer der Freund davon bin. Aber es gibt sehr wohl den Einsatzbereich dafür, gerade auch für Projekte, wo etwas kostengünstiger umgesetzt werden soll oder aber wo es einfach nur ganz simpel darum geht, ich möchte relativ flott und einfach eine Webseite on air bekommen. Dann reicht mir das auch, dass ich damit arbeiten kann. Und zu guter Letzt, jetzt gibt es auch noch ein paar Spezialanforderungen, die mir jetzt zum Beispiel WordPress out of the box nicht anbietet. Das heißt, ich brauche eventuell ein Plugin, damit ich das Ganze erweitern kann. Das heißt, im Grunde genommen kann mich auch hier die KI unterstützen und kann mir gewisse Tipps mitgeben. Was kannst du einsetzen, damit ich mir auch eventuell die Google-Suche erspare? Oder aber, wenn ich zu einem Thema nicht hundertprozentig fit bin, dass ich hier im Endeffekt eingreifen kann. Jetzt kommt allerdings das Aber hinzu. Und man sieht es auch wieder an der Ampel, all diese Dinge, die hier ausgegeben werden, man sollte sich auch darauf nicht verlassen, weil viel wichtiger ist, dass man natürlich auch seine Erfahrungswerte hat und dass man auf dieser Basis genau weiß, was setzt man ein. Weil nur weil ein Plugin jetzt empfohlen wird, heißt das nicht immer, dass das genau für den Anwendungsfall, für den man das benötigen sollte oder könnte, auch das Richtige ist. Einmal möchte ich da noch kurz einhaken, und zwar unten dieser Punkt Vergleiche. Oft ist es einfach so, es gibt 10.000 Anbieter für irgendeine Sache, die ich genau brauche, und teilweise schwer zu identifizieren, wo liegen jetzt wirklich die Unterschiede. Und für einen ist es auch teilweise schwer, selbst zu identifizieren, was ist jetzt die beste Lösung genau für diese Anforderung. Auch da kann eine KI unterstützen, indem ich gezielt Fragen stelle, du, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen X und Y und für diesen Use Case,
was würdest du empfehlen? Und dann sagt er immer, naja, ich kann dich nicht beraten, aber meine Meinung wäre. Genau, also auch definitiv eine Stärke davon. Gut, Seiten- und Menüstruktur. Prinzipiell ganz klassisches Projekt. Die meisten bekommen natürlich von Kunden ungefähr vorgegeben, was sind die Anforderungen, was hätte er gerne. Aber es gibt natürlich, und ich glaube, das wissen gerade Entwickler oder auch Solo-Selbstständige etc. wissen das, glaube ich, nur zu gut. Der Kunde hat vielleicht auch gar keinen Plan. Der kommt ganz einfach nur mit der Bitte, ich möchte eine Webseite haben. Wie die umgesetzt wird, ist ihm im ersten Moment mal relativ wurscht. Hauptsache, es funktioniert. Ja, ganz klassisch. Oder widerspricht man jemandem der Situation? Offensichtlich nicht. Perfekt. Gut. Das heißt, mir kann das ganze Ding helfen, mir eine ungefähre Seitenstruktur mitzugeben, beziehungsweise Menüstruktur. Was meine ich damit? Gerade wenn ich vielleicht für einen Kunden oder für ein Projekt etwas umsetze, wo nicht hundertprozentig die Expertise da ist, nicht aus technischer Sicht, sondern eher rein um das ganze Thema drumherum, weil das eine spezielle Branche ist etc., habe ich damit die Möglichkeit, dass ich mir auch einen gewissen Input hereinholen kann, damit ich mir ein gewisses Grundkonzept mal ja, niederlegen kann, beziehungsweise damit ich weiß, in welche Richtung könnte das Ganze gehen, ohne dass ich jetzt zig Seiten durchforsten muss, damit ich mir dort mal Referenzbeispiele hole. Vielleicht da kurz zum Einhaken. Es gibt da so dieses, wie sagt man, diese Practice, dass man sich so Tischkarten macht und die Inhalte versucht zu strukturieren und darauf irgendwie eine Menüstruktur ausbaut. Das kann man da auch helfen. Ich gebe da meine Inhalte rein und er sagt mir, du, mach mir die perfekte Menüstruktur. Ob ich es dann nehme oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich erspare mir vielleicht diesen Prozess oder kann halt auch komplexe Inhalte, also wir bei uns intern haben immer so diese Zahl 7, die ja psychologisch oft da ist, was Menüs angeht. Mensch kann sich 7 Sachen merken, irgendwie darüber hinaus ist schon ungut. Das heißt, wir versuchen alles, so komplex möge es auch sein, in 7 Menüpunkte, zumindest in der ersten Ebene, niederzubrechen. Auch da kann das Tool super helfen. Bitte. Ja, oder ich mache hier schon weiter. So ist es. Gut. Inhalte, Texte, Medien. Ich glaube, einige haben schon damit gearbeitet, was ich vorher gesehen habe. Strukturierung von Texte, Erstellung von Texte, interessanter Punkt auch, wenn es um SEO-Sachen geht. Was ich so vernommen habe, war, ich glaube, es war Q4 22, kam so die Meinung auf, dass irgendwie Google KI-generierte Texte abstraft. Dem entgegen gab es im Februar dann ein Statement von Google, die dem wieder widersprochen haben, weil sie der Meinung waren, Hauptsache dem Nutzer bringt es was, wer es erstellt, ist egal. Was Statement von Google, you never know, wir werden es nie wissen, was da im Hintergrund steht. Aber natürlich kann das ziemlich helfen. Was ich allerdings festgestellt habe, auch da in der Arbeit, manchmal menschelt es nicht so ganz in diesen Texten und ich finde das immer eine super Inspirationsgrundlage, aber so dieses einmal vielleicht noch drüber schauen und das eine oder andere noch umformulieren, integrieren, umschreiben, kann auch da sicher nicht schaden. Ein Thema, wo KI auch hilft, wir werden es nachher dann eh auch sehen, Keywords natürlich, auch was die ganzen Descriptions angeht und da steht noch gar nicht da, das kommt nachher dann. Aber ziemlich coole Sache, die, glaube ich, für die Zukunft extrem relevant sein wird, wenn man seine Zielgruppe vergrößern mag. Und ja, so viel mal dazu. Funktionalität. Genau richtig. Kommen wir wieder zu den technischen Aspekten. Grundsätzlich, ich kann jetzt, wie gesagt, ein Theme installieren. Das bietet mir out of the box die ein oder andere Möglichkeit. Ich kann Plugins nachinstallieren. Ich habe damit gewisse Erweiterungen, die ich mitgeliefert bekomme. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass mir das, was mir von Haus aus jetzt da mitgeliefert wird, aufgrund der Installation nicht ausreichend ist. Das heißt, ich habe eine gewisse Anforderung, dass ich etwas abändern möchte. Ich nehme jetzt den Klassiker. Man verwendet zum Beispiel Contact Form 7, werden bestimmt die ein oder anderen hier nutzen im Raum, damit man ein ganz simples, einfaches Kontaktformular hat, beziehungsweise die Möglichkeit, um etwas abzusenden. Jetzt sage ich aber, mir reicht das nicht, sondern ich möchte, dass das nicht nur an einen Empfänger geht, sondern ich möchte, dass das an eine Gruppe von Empfängern geht. Und das soll ruhig fest hinterlegt sein, weil das ist nur ein Kontaktformular. Ja, natürlich kann ich jetzt mit einem ganz einfachen Dings machen. Jemand, der das allerdings nicht weiß, kann mich die KI dabei unterstützen. Wie kann ich eventuell das mittels Code erweitern? Das ist ein Anwendungsfall, den ich nutzen kann in der Situation. Und hier kommen wir jetzt genau auf den Punkt. Es heißt allerdings nicht, dass es mir die KI vorschlägt, A, dass das richtig ist, weil es eventuell auch veraltet ist, weil es mittlerweile ein Update gab, der sogenannte Hook auch nicht mehr ganz gültig ist, beziehungsweise einfach nicht mehr angewendet werden kann. Zum anderen B, dass das Ganze auch gar nicht leistungsoptimiert ist und dass ich hier einfach
von irgendwo mal die Daten bezogen worden sind und das Ganze somit nicht mehr stimmt. Das heißt, man muss das Ganze immer auch mit einer gewissen Vorsicht nutzen. Wichtig ist daher, dass man nicht nur einfach blind die Dinge rauskopiert, was mir vorgeschlagen wird, sondern dass das, was ich hier auch vorgeschlagen bekomme, auch einfach mal überdenke und auch bitte richtig teste und mir im besten Fall auch noch andere Referenzen dazu raussuche, ob das auch tatsächlich stimmt. Da haben wir dann nachher dann ein paar Beispiele, wo die KI in die Sackgasse führt. Auch, dass man da vielleicht einmal ein Gefühl dafür bekommt, okay, wo sind eigentlich die Limits aus dem Ganzen? Und ja. Genau, perfekt. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Ich hüpfe nochmal kurz zurück. Bitte. Und zwar genau, Themen wie Chatbots, Übersetzungen. Das wird ein Thema sein, was wir nachher noch einmal, wie sag mal, aufgreifen. Und zwar vor allem im Bereich Übersetzung. Dieses klassische Google Translate von vor 4, 5 Jahren. Ja, man kennt es, man gibt irgendwas ein, das stimmt halt irgendwie zu 80%, aber wahrscheinlich wird es ein Native anders sagen. Mittlerweile sind wir da schon ganz, ganz woanders und die Entwicklung geht auch da deutlich weiter. Das heißt, Richtung All-Language-Websites, maybe, könnte ein Trend sein der nächsten Jahre. SEO-Unterstützung jetzt nicht nur das klassische Texten, sondern wirklich auch, dass ich hier Funktionen in die Website bringe für die Kunden, die mich unterstützen, wenn sie faul sind bei der einen oder anderen Sache. Und die KI fängt das dann vielleicht ab, dass man trotzdem irgendwie Punkt 1 barrierefrei und auch SEO-optimiert so gut wie möglich bleibt. Bitte. Gut, Testing und Deployment. Also kurzum, ich möchte, dass die Seite, die ich jetzt fertig aufgebaut habe, umgesetzt habe, dass die schlussendlich den Weg ins World Wide Web findet, also sprich den Go-Live. Gut, hier kann ich die KI auch wieder mit diversen Themen unterstützen. Ganz klassisch, indem das Ding jetzt mal hergeht und sagt, es geht auf Fehlersuche und kann mir aufgrund der Fehlersuche auch beurteilen, gibt es dazu Lösungsvorschläge, wie ich das eventuell verbessern kann, beziehungsweise wo ich die Fehler auch ausbessern kann konkret. Bestes Beispiel, dass man irgendwo vergisst, einen Tag zu schließen, weil man dann doch vielleicht ein bisschen HTML-Kenntnisse hat und irgendwo etwas eingefügt hat. Da kann mir dann die KI sagen, hey Achtung, den Tag, der hier geöffnet worden ist, ist zum Beispiel nicht geschlossen. Das ist natürlich ein extremer Spaß, wenn du das in Google suchst, im Inspektor, weil da brauchst du ewig. Was da auf jeden Fall auch ein Thema ist, dieses automatisierte Testen. Wir können es eh testen, glaube ich einmal, bleibt, sag ich mal, so in der, oder bleibt oft ein bisschen auf der Strecke. Und vor allem, wenn man jetzt als Developer oder als Anwender selbst testet, wird man es immer genauso testen, wie man es erwartet, dass das Ganze funktioniert. Und der Klassiker ist ja, wenn dann irgendein anderer mal testet und der drückt auf einen Button, der aber so nicht vorgesehen ist, dann sagt er, hey, wieso drückst du da? Ja, aber es ist ein Bug da drinnen. Und auch da kann die KI diesen Part abnehmen, weil die testet dann einfach random und nicht so aus diesem Blickwinkel des Developers oder des Anwenders, also sage ich mal des Erstellers, Anwender wäre jetzt falsch, und kann mich auch da unterstützen, irgendwelche Fehler oder Bugs zu identifizieren nachher. Genau, und dann auch noch ein wichtiger Punkt ist im Grunde genommen, dass man auch wieder die Optimierung nicht vergessen tut, gerade was jetzt Speed etc. betrifft. Hier kann mir die KI mit gewissen Tools helfen, kann mir sagen, hey Achtung, wie wäre es, wenn du dieses und jenes bitte nachbessern tust? Bestes Beispiel sind zum Beispiel Fotos oder diverse Videos etc., dass du das verkleinerst, sei das jetzt durch die Dateigröße, sei das durch die Ausspielung, damit das Ganze einfach schneller läuft. Genau, und hier auch, was das Foto-Thema angeht, wir sind nicht mehr dabei, dass die KI nur das vorschlägt, macht das kleiner, sondern dass die Komprimierung mittlerweile schon KI-basiert stattfindet. Bedeutet, dass ich echt kleine Dateiformate herbekomme und die aber durch KI so gut trotzdem noch aussehen, damit das echt brauchbar ist. Also gerade in Richtung PageSpeed, echt cool. Aber. Genau, aber jetzt kommt der große Punkt, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Ist alles schon gut, wenn ich diese Dinge auch anwende. Nur man sollte das Ganze halt auch berücksichtigen. Ein bisschen ein Wissen sollte man haben. Man sollte sich nicht immer nur zu sehr auf die KI verlassen, beziehungsweise auf das, was auch angeboten wird. Wir nehmen jetzt hier nochmal unseren Jakob, den was wir vorhin als Beispiel nannten. Im Übrigen ein KI-generiertes Bild. Schaut überhaupt nicht so aus. Ja. Oh ja. Netter Bursche. Im Endeffekt, er ist dabei, das was programmiert, beziehungsweise eine Webseite umsetzt in WordPress und kriegt auf einmal auf ChatGPT, also mit dem Tool, mit dem er arbeitet, diesen netten Fehler hier. Gab es in der Vergangenheit dann doch recht öfters, auch insbesondere wenn man die kostenlose Variante nutzt und nicht die bezahlte, dann steht man genau plötzlich vor diesem Problem und ist nicht in der Lage, dass man jetzt die gewohnte Arbeitsweise, wie man sich diese Informationen beschaffen tut, dann plötzlich bekommt. Das ist jetzt nicht so ganz angenehm. Das ist die Folge. Der Jakob ist ein bisschen traurig und denkt sich, scheiße, wie mache ich das jetzt? Das heißt, unser Tipp an der Stelle ist ganz wichtig, macht euch nicht zu 100% von der KI abhängig.
sondern viel wichtiger ist, ja, man kann die KI unterstützend verwenden, keine Frage, aber viel, viel wichtiger ist, dass man das, was man dort als Output, als Ausgabe zurückbekommt, dass man auch das als Learning mitnimmt und auf dieser Basis sich die Dinge einfach aneignet und anlernt. Extrem. Und eins, was man eher als Key Message heute auf jeden Fall mitgeben mag. All das, was uns KI an Zeit erspart, würde ich euch ans Herz legen, baut in der Zeit, die ihr überbleibt, dafür die Kompetenzen auf in den Bereichen, wo ihr die KI anwendet. Weil you never know, wenn die einmal das System abtrennen oder sonst irgendwas oder der Kunde euch mit einem Revolver hinten im Nacken steht und sagt, morgen muss das fertig sein und dann geht das nicht. Ihr müsst wissen, wie die Sache trotzdem basic funktioniert. Kurzer, abrupter Wechsel. Jetzt haben wir halt eben das ein oder andere, was vielleicht auch schon mal bekannt ist. Man setzt etwas auf Elementor um und bekommt plötzlich diesen Screen angezeigt. Genau, vielleicht da die Story. Es geht Richtung Debugging jetzt auch ein bisschen. Jetzt haben wir diesen, jeder, der Elementor verwendet, glaube ich, hat das schon vielleicht einmal gesehen in seiner Karriere. Es geht nichts mehr, wir kommen nicht mehr rein. Oi. So, jetzt sage ich klassisch als Entwickler, naja, was mache ich, wenn ich so einen Fehler bekomme? Ich öffne mal die Konsole im Browser und schaue, ob dort eine Fehlermeldung ersichtlich ist. Wenn ich dort nichts im ersten Moment erkennen kann, mache ich alternativ den Aerolog, zum Beispiel für PHP-Themen auf und schaue mir das Ganze an. Bekomme das als Fehlermeldung und kann relativ schnell identifizieren, hey, da stimmt etwas nicht. Was ist die Konsequenz für mich oder besser gesagt das Positive? Das ist eine Thematik, die kann ich als aufgrund der Erfahrung innerhalb von wenigen Minuten abwickeln. Korrekt. Demgegenüber jetzt fragen wir mal ChatGPT, hey du, mein Elementor lädt nicht mehr, was kann ich tun? May I ask for this? Thanks. Dann sagt ChatGPT, also wir haben die Frage 8-mal gestellt und es kommt 8-mal die gleiche Reihenfolge. Lösche mal den Browser-Cache. Gut, machen wir. Hilft nichts. Ist die Batterie leer oder bin ich zu weit? Ah. Genau. Dann sagt er, deaktiviere mal alle Browser-Erweiterungen. Jetzt muss man sagen, natürlich nach jedem dieser Tests sollte ich vielleicht einmal auch gegenchecken, ob das Issue war. Das heißt, auch da geht ein bisschen Zeit drauf. Dann sagt, deaktiviere mal die ganzen Plugins bitte. Okay. Jetzt haben wir da vielleicht 20 Plugins installiert oder so. Jedes einzeln deaktivieren, schauen, ob es funktioniert hat und so weiter. Team wechseln wäre der nächste Vorschlag. Gut, kann ich auch machen. Stopf's mal ein bisschen auf, wenn ich wahrscheinlich da die ganze Seite jetzt schon auf dem Team gebaut habe und auf einmal sagt er, ja, wechsel halt mal. Auch okay. Dann sagt er, Elementor und WordPress updaten. Danke. Okay. Und jetzt geht es mal in die Richtung, wo wir hinwollen, ja. Und zwar, jetzt sagt er mal, okay, wenn das alles nichts geholfen hat, was nichts geholfen haben wird, außer wenn ich Elementor deaktiviere und dann habe ich aber ein anderes Problem dann in dem Fall. PHP-Version und Speichergrenze erhöhen. Und ChatGPTs Vorschlag ist, mach mal die Speichergrenze auf 128 Megabyte. Also nicht selten und sogar die Recommendation hier von Elementor sind 512, also 256 Megabyte oder so wird man schnell mal brauchen. Passt. Ich gehe rein, suche mir das mühsam raus, muss ich auch wieder schauen, wo ist eigentlich dieser ganze PHP-INI und so weiter. Gebe 128 ein und es geht noch immer nicht. Und dann sagt er, Fehlerprotokolle überprüfen. Okay. Bis ich die dann gefunden habe, wenn ich damit noch nie in Berührung gekommen bin, wir haben das einmal selber geschätzt und ChatGPT gefragt, wie lange glaubst du, brauche ich für diese Fehlerkette, wenn ich erst am letzten Punkt draufkomme? Also in Summe, das war der Vorschlag, sagt er 1 bis 2 Stunden. Versus 1 Minute, Stefan, schaut mal rein und hat das. Also auch da vielleicht euch zu sensibilisieren, KI ist nicht immer effizienter. Und schaut's, dass ihr die Effizienz nutzt, wo es Sinn macht, aber versucht auch immer die Kompetenz dort aufzubauen, wo es eben absolut keinen Sinn macht. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Grenzthematik. Wo liegen jetzt die Grenzen unserer Meinung? Wie gesagt, das kann jeder andere Meinung sein, das ist das, was wir identifiziert haben über die Jahre, kann man das so sagen. Richtigkeit von Daten, Riesenthema in allen Medien und so weiter. Dann der nächste Punkt, und der ist noch viel wichtiger, ohne Fragen keine Antworten. Wenn ich nicht einmal weiß, was ich fragen soll, wird mir da auch keine Antwort raushauen. Wenn ich nicht einmal weiß, dass es Sachen gibt, woher soll man die richtige oder es oder keine Ahnung, Antwort geben. Der nächste Punkt, das ist so kleiner, genau, nicht immer der beste Weg als Ausgabe. Da gibt man ein bestes Beispiel jetzt für einen Image-Tag, gibt man den aus. Ist es der beste Weg? Vielleicht nicht, weil ich will im barrierefreie Schema Org integriert oder solche Sachen. Auch da wieder, wenn ich gar nicht weiß, dass es diese Dinge gibt, wieder mal nicht die Antworten liefern, die ich haben mag. Und zu guter Letzt, Kreativität und Originalität. Wir werden in eine Zeit kommen, wo KI von KI lernt. Und ab dem Zeitpunkt werden wir in eine Sackgasse fahren, weil sich nichts mehr weiterentwickelt. Die Daten, die jetzt in KIs drinnen sind, kommen ja von Menschen. Und je mehr Leute jetzt eben die KIs verwenden,
desto mehr wird das Internet von dem Ganzen überschwemmt und lernt sich wieder selber an. Also auch da dieser Punkt, was ich vorher angesprochen habe, ergänzend, aber diese Menschlichkeit kann da sicher nicht schaden. Ja, Richtigkeit von Daten, kurz und bündig. Wir wissen nicht, woher kommen die Daten, es muss auch nicht mal stimmen. Bestes Beispiel war, ich habe ein Oxygen-Projekt betreut und musste da irgendwas integrieren. Da habe ich mir gedacht, okay, fragen wir mal, ob es irgendeine Hook in Oxygen gibt, was das kann. Hat er mir fünfmal geschrieben, verwende diese Hook gibt es nicht einmal laut Oxygen. Also auch da, war zwar nett gemeint, danke, aber war Zeitverschwendung. Datenqualität, das heißt auch nicht, dass das immer gut ist, was da rauskommt. Also ganz, ganz wichtig. Ohne Fragen, keine richtigen Antworten. Your part. Jetzt 5 Minuten haben wir noch. Genau, 5 Minuten haben wir noch. Schauen wir, dass wir Gas geben. Sind ja doch noch ein paar Folien. Im Grunde genommen, wenn ich die richtigen Fragen stelle, kriege ich auch von einer KI entsprechend richtige Antworten. Ganz simpel, ich möchte, dass ich einen blauen Button bekomme mit dem Text jetzt anrufen. Ja, super toll. Dann kriege ich das hier als Ergebnis. Ja, ist so in etwa das, was ich mir vorgestellt habe. Allerdings muss man das Ganze ein bisschen berücksichtigen, wenn man sich den Code anschaut. Dann kriege ich halt wirklich auch nur einen Button, der halt blau ist und der halt im Endeffekt diesen Text drinnen hat. Ja, das ist aber nicht das, was ich wollte, weil wenn ich da jetzt stehen habe, jetzt anrufen, habe ich vielleicht eine ganz andere Anforderung. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass ich das Ganze richtig konkretisiere, auch anfrage, damit ich auch eine richtige Antwort erhalte. Das heißt, in dem Fall, dass ich sage, bitte erstell mir einen Link, erstell mir einen Button, dass wenn ich dann dort draufklicke, dass ich auch de facto eine Telefonnummer hinterlegt habe und auch dem noch dadurch mit dazu sagt, dass ich das Ganze vielleicht nicht mit abgerundeten Ecken haben möchte, sondern dass das Ganze eckig ist und schlussendlich in der richtigen Farbe etc. Dass ich dann meinen Output, den ich richtig bekomme, und der dazugehörige Code, so wie ich mir das auch dann wünsche und vorstelle. Genau, nämlich ohne Rundungen. Und wenn man da auch gar nicht weiß, dass es eigentlich ein Border Radius gibt, weiß ich auch gar nicht, was ich da AI sagen soll, damit sie mir das auch wieder wegmacht, zum Beispiel. Ein grobes Beispiel, das soll man veranschaulichen. Genau, ansonsten kommen wir noch zum nächsten Thema. Es ist nicht immer die richtige und auch nicht immer die beste Lösung. Jetzt habe ich zum Beispiel die Anforderung, ich möchte, wenn ich auf den WP-Admin zugreife, dann kriege ich hier diese schöne Login-Maske und drüber haben wir das runde WordPress-Logo, wie wir es halt auch ersichtlich haben. Jetzt sage ich aber, ich hätte gern dort mein Firmenlogo, aus welchem Grund auch immer. Ja, der Vorschlag ist zwar ganz nett, den ich hier bekomme, weil das sagt im Endeffekt aus, bitte geh in dein Theme hinein und schreib dort noch eine Codezeile hinzu und hau dort etwas rein. Ja, aber... Frage an euch, was passiert, wenn ein Theme-Update dann durchgeführt wird? Wenn ich das genauso mache, wie ChatGPT mir das gesagt hat. Genau, es war wieder weg und ich weiß eigentlich gar nicht, was Sache war. Vielleicht noch einmal kurz zurückbleiben. Auch da kann ich jetzt natürlich weiter konkretisieren, kann sagen, gibt es einen besseren Vorschlag? Aber ich muss wissen, dass es da einen besseren Vorschlag gibt. ChatGPT alleine würde mir jetzt nicht den Vorschlag eines Child-Themes zum Beispiel unterbreiten. Genau, und jetzt kommen wir ein bisschen auch zur AI-Unterstützung, was, ich sage mal, User-Cases angeht, Anwender. Wir kennen das, glaube ich, alle. Unser Kunde lädt ein Bild hoch, Alttextbeschreibung, was ist das überhaupt? Lädt das hoch, weg. Das heißt, unsere SEO-Bemühung, die wir wirklich tief im Herzen haben, ist dahin. Und das ist jetzt ein Punkt, wo uns wirklich AI unterstützen kann. Und wir haben das mal ausprobiert hier. Und zwar haben wir dieses nur Wasser drin, Foto reingeben. Der Outcome war, ich glaube, ich bin da wirklich zu weit weg, eine Gruppe von Frauen, die um einen Holztisch sitzen. Finde ich jetzt mal nicht so schlecht, für das, wenn einer gar nichts reingibt, ist das besser als nichts. Der nächste Step, das kennen wir auch, gar nicht so weit weg von da, oder vielleicht doch, weiß ich jetzt gar nicht. Genau, das Wiener Riesenrad, natürlich jetzt irgendwas, was wir alle kennen. Die KI identifiziert das halt nicht als das Wiener Riesenrad, sondern als ein großes Riesenrad mitten im Park. Ist okay, ich könnte es jetzt aber noch genauer konkretisieren, wenn ich selber jetzt Hand anlege. Wiener Riesenrad von der Praterwiese fotografiert und sowas. Aber auf jeden Fall ist ein super Tool, dass ich zumindest hier einen gewissen Mehrwert erzielen kann. Vor allem in Bezug auf Barrierefreiheit 2025, das wird ein Riesenthema werden. Was ist jetzt der Ausblick Richtung KI? Dass wir glauben. Anwendungsbeispiele, Analytics, super Sache, super viele Daten, da muss man mal irgendwelche, wie sagt man, Connections aus den Daten identifizieren. Wenn ich da eine Unterstützung durch eine KI habe, spare ich mir extrem viel Zeit und komme da wahrscheinlich auf irgendwelche Zusammenhänge, die ich so nie interpretieren hätte können. Erstellen personalisierter Inhalte, das geht dann auch vor allem Richtung Conversion-Optimierung. Ich spiele wirklich dem User das aus, was er sehen mag und jeder kriegt was anderes zu sehen. Wird auch in WordPress kommen. Jeder sieht halt die Über-uns-Seite anders, übertrieben gesagt.
Nächster Punkt, Steigerung der Werbeeffizienz. Geht damit etwas einher. Und ja, dann können wir sehen, was es eh schon gibt. Diese KI-generierten Webdesigns, diese All-Language-Websites, die, glaube ich, sehr cool irgendwann einmal werden, weil dann muss ich nicht erst irgendein Translate rein, alles übersetzen und so weiter. Und natürlich diese ganze No-Code- und Low-Code-Entwicklung, die eh auch schon teilweise da ist, durch Sachen wie Elementor und Co. Auch das wird noch viel tiefer werden. Daraus resultieren wahrscheinlich auch neue Jobgebiete. Was könnte das sein? Promptwriter. Ich habe jetzt letztens mit einem CEO geredet, der stellt jetzt wirklich einen Promptwriter an. Das heißt, alle seine Abteilungen schieben das, was sie brauchen, zu dieser Person. Die bereitet das auf und schiebt das wieder zurück. KI-Webentwickler. Das heißt, spezialisiert wirklich für die KI-Entwicklung auch auf WordPress-Websites. Das Ganze im Webdesign. Data-Analyst haben wir eh schon gehabt. Trainer, Coaches für sowas. Das Ganze wird immer komplexer. Auch die Anwendung von dem Ganzen wird komplexer. Und ich glaube, jeder von euch hat dasselbe Gefühl wie ich. Ich mache in der Früh das Handy auf und es gibt schon wieder 5 neue KI-Tools. Sicher auf jeden Fall eine Opportunity für den einen oder anderen oder die eine oder andere. Und auch natürlich Product Manager. Irgendwer, der das halt koordiniert das Ganze und den Übersicht behält in dieser ganzen Komplexität. Jetzt haben wir dann noch für euch ein paar Tools, die wir so am Radar haben, was es in Bezug AI und WordPress gibt. Könnt ihr euch da mal ein Foto machen. Ich meine jetzt nicht nur, natürlich auch ChatGPT, WriteSonic, eben eine Alternative, die ein bisschen erweitert ist, geht so ein bisschen mit Copy Cockpit, was den Content angeht, einher. Dann haben wir Wordlift. Wordlift ist On-Page SEO. Und die Zeit ist over, gell? Schaut euch das noch kurz an. Also On-Page SEO könnt ihr sogar ergänzen zu RankMath und Yoast und so weiter, hat einen anderen Schwerpunkt, nämlich wirklich, dass die Sachen nochmal so, zum Beispiel Wordlift, was macht das auch? Interne Verlinkungen und so Vorschläge. Also ist nochmal so on top für RankMath. Midjourney kennt, glaube ich, mittlerweile eh jeder. Blog Diffusion, wieder super coole Sache. Ich kann mal dieses Plugin auf WordPress installieren und habe dann einen neuen Blog im Blog-Editor, ziehe den rein und sage, ich brauche jetzt ein Bild von einem Elefanten, gebe die Größe ein und habe dann mal meinen Placeholder und muss nicht mit, was weiß ich, Placeholdern arbeiten. Ganz easy. Dieses Alttext-AI war das Tool, was wir verwendet haben für die Generierung jetzt von den Alttexten, von den Bildern, wenn das einfach vom Kunden hochgezogen wird. Und am Ende des Tages gibt es auch noch eine ziemlich umfangreiche AI-Engine für WordPress GPT AI Power. Es gibt Hunderttausende mehr. Es kommen jeden Tag neue dazu. Also auch das sind jetzt nicht die steingemeißelten, sage ich einmal, für die jeweiligen Use Cases. Aber vielleicht ist für den einen oder die andere da was dabei. Kurz noch die Key Messages. Das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Lernt zu verstehen, wenn ihr es nicht schon getan habt, wo AI Sinn macht, wo nicht. Verwende AI, um konkurrenzfähig zu bleiben in der Zukunft. Es ist ein Thema und es wird immer mehr ein Thema. Nutze die Zeitersparnis, das, was ich vorher schon gesagt habe, um eben Kompetenzen woanders aufzubauen. Bleib am Ball, es tut sich so viel. Immer einfach schauen, was gibt es Neues, gibt es was Besseres, immer abwägen. Aber bitte, bitte, bitte behaltet immer die Kontrolle und versucht immer, dass ihr noch der Chef der Sache oder die Chefin der Lage seid. Ganz, ganz wichtig, weil sonst verliert man irgendwann einmal viel. Jo, dann noch so ein kleines. Genau, ich glaube, Eigenwerbung ist auch noch ganz wichtig, ganz kurz zum Erwähnen. Im Endeffekt ist jemand auf der Suche nach einer Weiterentwicklung seinem persönlichen Leben, möchte einen neuen Job haben. Wir würden prinzipiell, wenn du mal weiter drückst, wir suchen wieder Leute, ganz wichtig, weil die KI ist schön und gut, aber im Endeffekt, die KI ersetzt Personal nicht, beziehungsweise schlussendlich gute Mitarbeiter und natürlich auch Developer, die sind notwendig, weil ohne denen rennt auch eine KI nicht. Und solltet ihr jemanden kennen, der wiederum jemanden kennt, dann freuen wir uns auf entsprechende Bewerbungen. Die entsprechenden Links bzw. QR-Codes gibt es auf der nächsten Seite. Da. Und ansonsten sagen wir mal vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass das ein oder andere Interessante mit dabei war und wünschen noch einen schönen restlichen Samstag. Geht um die Frage rum da jetzt. Fragen genau, richtig. Genau, die Fragen sind noch offen. Entschuldigt bitte. Hat irgendwer irgendwelche Fragen, was uns... Bitte. Es ist interessant, ich habe mich mit dem Thema ein bisschen befasst, also ChatGPT-Texte, die werden noch ziemlich gut erkannt. Da gibt es wirklich so Tools, mit denen, die zeigen wir mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit an, dass das eine KI gemacht hat. Jetzt gibt es dann so Tools wie Quillbot zum Beispiel, da kann ich jetzt den ChatGPT-Text reingeben und der reframed mit dem komplett und auf einmal kann die KI das nicht mehr erkennen.
Es muss aber ja nicht einmal ein Nachteil sein, eben, wie gesagt, Aussage Februar 2023, dass Google das erkennt. I don't know, das war nur der Artikel, den ich gelesen habe, eben von dem Danny noch irgendwie zu diesem Thema. Aber ja, er kennt das mit sehr guten Trefferquote. Richtig. Sonst noch? Ja, bitte. Jetzt gibt es ja schon einige Tools, die so am Markt sind und man merkt da, dass eine rapide Transformation stattfindet, wie ihr gesagt habt, und man muss wirklich on track bleiben. Die Tools sind aber trotzdem sehr kontrovers diskutiert worden und darum wollte ich jetzt mal wissen, welches Tool war bei euch, hat bei euch jetzt den größten Impact gehabt? Also was hat wirklich jetzt was verändert, abgesehen von diesen kleinen Gadgets und Alt-Tech-Generator? Ja. Mag man jetzt auch nicht für jedes Bild extendern, den Alt-Tech generieren, da wird man alt. Absolut. Also kurz und bündig ChatGPT. Wir verwenden das im Pro, alle unsere Mitarbeiter und die Zeitersparnis, was unsere Leute dadurch haben, ist, glaube ich, deutlich merkbar. Also da kommt kein anderes Tool dran, auf jeden Fall. Also bei uns, unserer Meinung. Mhm. Gut. Ja, bitte. Jetzt ich kann Beta. Euch zwei Tools empfehlen. Das eine ist das Creator. Das okay. Hat gekostet 178 Euro auf Lebenszeit. Mhm. Das ist sehr gut. Ich gebe ein kurzes Beispiel und das andere ist Neuroflash. Das zahlt man monatlich gleich 29 ja, genau. Euro. Und ich wollte wissen bei ChatGPT, habe gesagt, okay, suche bitte raus Paul Steinhauer in Wien. Dann hieß es, es gibt mehrere Paul Steinhauer. Dann habe ich gefragt, er arbeitet im Opernbereich, hat mir ChatGPT geschrieben, nein, er kann nicht auf persönliche Daten zugreifen. Dann habe ich hingeschrieben, er hat auch eine Webseite, paulsteinhauer.com, hat mir ChatGPT geschrieben, nein, er kann auch nicht auf die persönlichen genau. Oder Firmenwebseiten zugreifen. Ich bin dann rüber zu Creator und habe gesagt, bitte stelle mir, wer ist Paul Steinhauer? Und ich habe in 30 Sekunden drei annehmbare Mini-Biografien von mir gehabt. Genau. Also auch so wie das WriteSonic hat eben so integriert ChatSonic, was auch eben auf Internet zugreifen kann. Da gibt es eher ein paar Anbieter, die eben ChatGPT als Basic erweitern, wo ich dann genau solche Informationen bekomme. Neuroflash und Creator. Genau. Das habe ich ausprobiert, das funktioniert. Und wir haben tatsächlich vorher erst geredet über dieses Thema im Speakers Room, wo auch das Thema war mit Lebensläufen. Wenn man sich selber irgendwie versucht, von ChatGPT zu kreieren lassen, dass da kompletter Blödsinn rauskommt. Also deswegen auch noch einmal wirklich aufpassen mit den Daten, was da rauskommt. Das ist random, das ist angelehnt von Leuten. Darf ich noch was dazu sagen, wo ChatGPT funktioniert? Ja. Du hast ja vorhin das Bild gehabt mit den Frauen. Mhm. Und ich habe da ChatGPT einmal ausprobiert mit einem Freund und der ist derzeit Single. Okay. Und der ist auf Tinder marschiert und hat ChatGPT sozusagen gefüttert mit den Daten von der jeweiligen zukünftigen Partnerin okay. Und hat gesagt, er möchte einen tollen Spruch dazu haben. Und ChatGPT hat es gemacht und die Erfolgsquote war bei jedem, wo er zurückgeschrieben hat, fast 100%. Ja. Also das kann ich empfehlen. Ja, aber es ist wirklich, Biografie es kann Lebensberater sein. Absolut, ja. Genau. Man muss ja kreativ sein, aber dann haben wir probiert, Schüttelreime, das kann es nicht. Ja, gibt es bald sicher eine Tinder-App für ChatGPT oder so. Okay. Genau, aber auch ein super Punkt noch gehighlightet, es kann nicht eben jetzt genau ChatGPT aufs Internet zugreifen, es hat Daten von 2021, was der Stefan auch vorher angeredet hat, die Sachen können veraltet sein, gerade wenn es geht um, ich glaube letztens war das Thema mit UJS, wo er irgendwie standardmäßig das 2er raushaut, obwohl das 3er das aktuelle ist und so weiter. Ja, sonst noch Fragen? Perfekt. Dann in diesem Sinn. Ja. Copilot selber nicht, Cockpit haben wir mal getestet. Achso, du meinst den, Entschuldigung, komplett falsch abbogen. Ja, ja, da muss ich darüber ändern. Hast du schon mit dem gearbeitet? Was wir jetzt, oder wo sogar vor allem unser Mitarbeiter oder ein Teammitglied von uns viel Erfahrung hat, ist Kombination Visual Studio und künstliche Intelligenz. Das wird immer mehr dahin gehen und man merkt auch, dass Microsoft immer mehr diesen Markt abgreift. Hat sich eingekauft bei ChatGPT, bei GitHub, glaube ich, war das. Visual Studio, also es wird wahrscheinlich, was das angeht, Richtung Microsoft gehen und da immer mehr. Und allein diese Completion, du kannst ja auch schon in Visual Studio, ich weiß nicht, ob sie das verwendet, Debugging betreiben, direkt drinnen mit ChatGPT, wo es gar nicht mehr raus aus der App muss, sondern gleich da drinnen nachfragst, hey, was ist da falsch?
Ja. Aber es ist, genau, und das ist ein super Thema, nämlich auch übergangstechnisch. Unser Nachfolger ist ja da. Peter Hallander, Rechtsanwalt, der hat jetzt den nachfolgenden Vortrag auch zum Thema Recht und Lizenzen etc. im Zusammenhang mit der KI. Im Übrigen ein sehr, sehr guter Rechtsanwalt, sehr empfehlenswert. Und ich glaube, der kann dazu auch dann sicherlich das ein oder andere sagen, was dann auch die rechtlichen Aspekte betrifft. Aber was du ansprichst, ist ja auch das Thema, wieso das jetzt in Italien so auf den Tisch liegt, eben das Verbot von ChatGPT. Da geht es ja genau unter anderem um solche Sachen, Datenschutz, und es sind ja Informationen von europäischen Bürgern und so weiter. Wer weiß, was da noch kommt? Irgendwie wird es weitergehen im KI-Sektor. Das glaube ich auf jeden Fall. Cool. Gut. Ja dann, von meiner Seite aus einmal, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite. Genau, gleich geht es weiter mit dem Peter Hallern. Also, wenn es interessiert, bitte da bleiben.